Guten Abend. Erstmal freue ich mich, hier zu sein, und Sie leben ja da, wo andere Urlaub machen. Das finde ich also ausgesprochen schön. Ja, Sie haben es eben schon gehört, die Kollegen sind eigentlich immer so die, die im Zweifelsfall die Beliebten sind, weil ich bin in der Fraktion und auch im Allgemeinen in der Bevölkerung der Unbeliebte, weil wir holen das Geld rein im Finanzausschuss, die Finanzer, das andere dann ausgeben oder verwalten. Das heißt, wir sind mit Steuern, mit Zoll, mit all den Dingen, mit der Bankenunion, auch ein schönes Thema abendfüllen, was wir machen können. Mit dem Euro, aber auch mit der FIO, Geldwäsche, Cum-Ex, der Kanzler lässt grüßen, befasst. Also alles das ist unser Thema im Finanzausschuss, aber am Ende des Tages möchte ich immer Ihr Bestes, Ihr Geld. Und die anderen geben es dann aus. Das ist so der Punkt. Ja, warum fange ich mit der Grundsteuer kurz an? Da ist mir eigentlich so ein bisschen gewahr geworden, wo die ganze Kiste hinläuft. Und ich möchte mich da nochmal bei den Vorrednern eben bedanken, denn sie haben mir sehr viel Arbeit abgenommen, warum ich überhaupt dazu hingekommen bin zu sagen, das könnte schon relativ wahrscheinlich werden mit all den Dingen, die da gerade gelaufen sind, die laufen, dass wir einen Lastenausgleich bekommen, den ich auch gleich erklären werde. Ulrike hat eben dargelegt, wie dieser Haushalt auf Naht genäht ist. Das ist aber nicht das einzige Problem, was wir haben. Wir haben des Weiteren das Problem, ich habe es eben gesagt und jeder kennt das auch, Renovierung der Schulen, die Straßen sind marode, die Brücken sind marode. Über die Deutsche Bahn möchte ich an dieser Stelle kein Wort verlieren. Das wäre auch abendfüllend, aber meistens immer traurig für die, die diese Fahrzeuge nutzen. Und wir haben tatsächlich auch feststellen müssen in den letzten Jahren, die Zuweisung trotz dieser angeblich guten Lage der Rente, über 42 Millionen Menschen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Rekordzahl seit Wiedervereinigung. Aber trotzdem müssen wir gewaltige Zuweisungen, wir waren für den Haushalt 22 noch unter 100 Milliarden, 23 erstmalig bei etwa 109 Milliarden, jetzt sind geplant 127 Milliarden, obwohl Ulrike eben dargelegt hat, der Rente geht zu gut. Nein, da geht es nicht gut, und warum habe ich dann gesagt, könnte 2025, jetzt gebe ich schon mal ein Stichwort, eine wichtige Zahl für diesen Lastenausgleich sein, weil dann erstmalig die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge, in Rente gehen. Und nochmals, lass es sich auf der Zunge zergehen, wir weisen jetzt schon bei 42 Millionen versicherungspflichtig, sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen. Die Situation, Enrico hat es eben beschrieben und live, wird schlechter werden, die wird nicht besser mit dieser Ampelregierung, dieser Schuldenkoalition. Und wir werden in 2025 also die Babyboomer, die 60er, 61er, 62 und bis 70 hoch, 10 Jahre lang, gehen dann die Babyboomer-Generation in Rente. Ich glaube, da muss ich kein Mathematikgenie sein, um zu sagen, die Belastung, die wir da haben, bei gleichzeitig zurückgehenden Steuereinnahmen, werden stärker werden. Und dann kam nun diese Grundsteuer. 2014 hat dann mal irgendwann jemand entschieden, nämlich der Bundesfinanzhof, Leute, die Werte von 1935 hier in Mitteldeutschland, in den neuen Bundesländern und 1964 sind nicht mehr so ganz zeitgemäß. Gleiche Lebensverhältnisse, Gleichbehandlungsgrundsatz ist nicht mehr erfüllt. Und wie immer macht dann das Verfassungsgericht bei uns Politik. 2018 haben die nämlich relativ klar entschieden, Leute, ihr müsst die Grundsteuer entsprechend reformieren. Ihr müsst die anpassen. Und kann sich einer von Ihnen noch so erinnern, was denn von Herrn Scholz, damals Finanzminister, und dem damaligen Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin so versprochen wurde? Das Ganze wird nicht teurer. Genau, aufkommensneutral ist das schöne Wort. Genau, es soll nicht teurer werden. Da konnten wir jetzt schon feststellen, einige Städte im Westen insbesondere sagen, hey, wir sind sicherer Hafen. Da sind die Finger bei mir auch in Nordrhein-Westfalen freiwillig bei vielen Gemeinden, die überschuldet sind, eigentlich hochgegangen. Viele Länder oder viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ist auch durch die Presse gegangen, aber nicht nur dort, haben jetzt schon den Hebesatz wieder deutlich nach oben genommen. Und es wird darauf hinauslaufen, dass nach dieser Reform die Leute deutlich, deutlich werden mehr zahlen müssen. Und es werden vor allen Dingen die sein, das will ich noch mal kurz zeigen, ja, wenn vor allen Dingen die sein, wir haben drei dann Grundsteuermodelle bekommen, es sollte alles einfacher werden, da liegen jetzt schon Klagen im Übrigen vor. Ich bin mal stark im Zweifel, ob das, wie sich die Herrschaften das denken, da will ich heute aber gar nicht drauf eingehen, könnten wir auch einen ganzen Abend über die Grundsteuer reden. Das halte ich für das Wesentliche. Das ist, ich habe vor anderthalb Jahren etwa angefangen damals, deswegen sind es die Zahlen von Dresden, die habe ich mal hier so belassen, da habe ich nämlich angefangen mit einem Vortrag zur Grundsteuer. Und hier sehen wir mal die großen Gebäude, Großimmobilien, Genossenschaften. Das ist jetzt im Moment noch gültig. Da zahlt man in etwa 5.958 Euro im Jahr. Mit dem Hebesatz dort in Dresden nach der Reform, nämlich genau wie Sie gesagt haben, es wird nicht teurer,
wird es für die tatsächlich günstiger, -21%. Das ist der derzeitige Hebesatz. So, und wenn man jetzt sogar mit anpasst, dann wird es noch günstiger. Jetzt kommen aber die, die mehr zahlen müssen. Also Grundsteuer heute 216, nach der Reform ohne Anpassung, also man lässt es so laufen, jetzt den Hebesatz, wie es ist, +32%. Das betrifft dann diejenigen, die eine Eigentumswohnung haben. Und 219, also deutlich nach oben, nochmal mit Anpassung, immerhin trotzdem 1%. Und ganz schlimm wird es jetzt für die Einfamilienhäuser und Doppelhausbesitzer. Jetzt ist es in Dresden so 255. Wenn nicht angepasst wird, der Hebesatz wird also gleichgelassen, 75%. Würde man ihn anpassen, dass es aufkommensneutral bliebe, wären es trotzdem etwa 36% mehr. Und da habe ich so gedacht, wow, also das ist schon mal nicht fair. Aber was noch viel wichtiger ist, haben einige von Ihnen das schon abgegeben? Ja. Da werden ganz schön viele Daten erhoben. Da wird gefragt, wie groß ist das Haus, wie ist es ausgestattet, Solaranlage, Photovoltaik, was für eine Heizung ist drin, wie ist denn Ihr Bad so ausgestattet, ist es eine Einbauküche, was für Bodenbelege haben Sie, wie ist denn Ihr Dach so belegt, ist da Schiefer drauf, Ton und so weiter. Alles das wird gefragt, damit dann der neue Wert festgelegt wird. Bei uns in NRW ging es immerhin mal sehr modern, da hat man sich in einem Portal eingeloggt. Einige von Ihnen haben vorher noch eine andere Datenkrake kennengelernt, das war der Zensus. Da standen nette Mädchen von mir bei mir vor der Tür und haben dann so gefragt, Mensch, Herr Gottschalk, wohnen Sie denn hier allein? Haben Sie noch ein Haus, noch eine Wohnung? Wer wohnt da? Also quasi nochmal die Dinge, die vielleicht nicht hier gefragt worden sind, sind erhoben worden. Und warum führe ich das so aus? Ich führe das deshalb so aus, weil alle Daten, und da komme ich gleich zu, die jetzt relevant wären, sehr zügig einen Lastenausgleich durchzuführen, haben die jetzt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Jetzt müsste ich aus der hier mal raus, aber kriegen wir hin. Schließen. So. Und jetzt bräuchte ich meine Folie Lastenausgleich, genau, dass wir damit loslegen. Das heißt, alles das, was notwendig ist, steht schon mal zur Verfügung. Jetzt komme ich zum eigentlichen Teil. Und ich habe Ihnen zumindest, das kann rumgehen, Enrico oder auch live oder auch Andra oder auch Ulrike, wer möchte, kann das, was ich jetzt als Grundlage habe, gerne sich zuschicken lassen. Da brauchen wir nur die E-Mail. Ich lasse das nämlich mal rumgehen. Das hat mich nämlich erst stutzig gemacht, wenn ich jetzt zur Präsentation komme. Kann sich einer vorstellen, nach 3 Monaten Corona im April 2020, was die damalige schwarz-rote Regierung beim wissenschaftlichen Dienst, und ich glaube, jeder kann es bestätigen, die sind unbestechlich, die sind klasse, die machen noch einen sehr großartigen Job. Das sind keine gekauften Wissenschaftler, die nehmen ihr Handwerk ernst. Die Bundestagsabgeordneten, Fraktionen, aber auch die Regierung können diesen wissenschaftlichen Dienst anfragen. Absolute Kompetenz, Brillanz. Kann sich einer vorstellen, was nach 3 Monaten Corona im April 2020 die damalige Regierung angefragt hat? Aber es ist heute Abend das Thema, ich gebe jetzt meine Hilfe. Ob, und so heißt das Ding, und ich lasse das mal rumgehen, das ist die Anfrage im April 2020 der Regierung, nämlich die Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Das hat diese Regierung, ich gebe das mal rum, Ulrike, wenn du so nett bist, für jede Seite erstmal 2, wer will, kann sich das wie gesagt schicken lassen. Das hat mich dann stutzig gemacht mit dem eben, was ich zur Grundsteuer schon so gesehen habe und wie viele Daten da erhoben worden sind. Und dann kommt noch der Zensus obendrauf. Ich will Sie jetzt nicht verschrecken, das kommt gleich. Wissen Sie, was noch geplant ist? Der eine oder andere weiß das. Ein europäisches Immobilien- und Vermögensregister. Da soll alles aufgefasst werden, sogar unter 20%. Gibt es so Fachausdrücke, ist das ein wirtschaftlich Berechtigter, ist das ein fiktiv wirtschaftlich Berechtigter? Grundsatz ist, und nehmen Sie das mit, jeder soll da irgendwann erfasst werden, sogar mit seinen Guthaben, mit etwaigen Kryptowährungen und anderen Beteiligungen oder Aktien, die er hält. Gold auch, Gold ist auch mit drin. Alles das soll in dieses sogenannte europäische Vermögensregister. Wie gesagt, im April 2020, da war noch 21, 22 Corona-Krise. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Das war vor 100 Milliarden Sondervermögen. Das war vor 74 Milliarden Euro Transformationsfonds. Unsere Wirtschaft soll ja umtransformiert werden. Also nicht nur die Leute, sondern auch die Wirtschaft. Das war alles davor. Da haben die also schon gefragt, könnte es zulässig sein, eine sogenannte Vermögensabgabe zu machen. Und eine Vermögensabgabe ist nichts anderes als das freundliche Wort für
Lastenausgleich. Ja, dann habe ich gedacht, okay, das wird wohl kommen. Habe mal angefangen, Vortrag vorzubereiten und habe Ihnen nochmal Papier mitgebracht. Das kann ja auf der anderen Seite, machst du das, Thomas, gibst du es da mal rum. Denn in 22 hat nun wiederum eine Fraktion angefragt, ob es denn verfassungsmäßig korrekt wäre, aufgrund des Ukraine-Krieges und der Klimakrise, nationaler Notstand, wir werden morgen alle tot sein, eine Vermögensabgabe zu erheben. Das nur mal im Raum. Also es ist nichts, was ich hier fantasiere. Die Zahlen von Ulrike haben Sie ja eben schwer verdaulich sacken lassen müssen. Das sind keine schönen Zahlen. Und es wird auch nicht besser, weil die Zinsen sind für uns ja gar nicht maßgebend. Peter Böhringer hat mal gesagt, dieser tolle damalige Finanzminister, wissen Sie, an was der die Zinsentwicklung unserer Staatsverschuldung gekoppelt hat in den letzten Jahren, als alle anderen gesagt haben, komm, wir schreiben die Zinsen mal etwas länger fest, wie jeder Häuslebauer hoffentlich. Jetzt will ich nicht ganz den Abend versauen. Der hat gesagt, wir machen das an der Inflation fest. Also das heißt, Deutschland wird wahrscheinlich überproportional viel stärker Schuldendienst zu leisten haben, als die anderen Länder, die cleverer waren und gesagt haben, komm, wir nehmen die Zinsen und nicht die Inflation. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Aber die Vorgeschichte musste sein, weil sonst sagt vielleicht einer wieder, oh, der Gottschalk, das ist da so ein Populist und der macht das Geschäft mit der Angst. Nein, ich habe in meinem Leben gelernt, das Geschäft mit Fakten und Zahlen zu machen. Ich glaube, jeder kann sich noch an Herrn Lindner erinnern im Sommer 21, als er gesagt hat, mit uns gibt es keine Maskenpflicht und mit uns wird es auch keine Impfpflicht geben. Ich glaube, jeder Zuhörer hier im Saal weiß, was dann passiert ist. Also insoweit immer Obacht, wenn die sagen, es wird es nicht geben. So, nun wird es lustig. Das sind nämlich die vielen Gesichter eines sogenannten Lastenausgleichs. Eine einmalige Vermögensabgabe, das zeichnet den Lastenausgleich auf. Das unterscheidet ihn zum Beispiel von der Vermögenssteuer, weil viele das mal gerne fragen, wo ist denn da der Unterschied? Eine etwaige Vermögenssteuer, 1996 ausgesetzt, bedeutet regelmäßig wiederkehrend, hast du dein Vermögen mit einem Betrag X zu besteuern. In 105, 106 Grundgesetz ist geregelt, eine Vermögensabgabe wie der Lastenausgleich, die ist einmalig zu erheben. Aber für mich wieder als Finanzer, es ist eine Steuer. Ist übrigens nach einhelliger Meinung im Schrifttum die einzige Steuer, die man zweckgebunden einsetzen könnte. Sonst wird immer gerne gesagt, Mensch, wir machen eine Steuer und die, nein, eine Steuer können wir für alles ausgeben. Also auch für Europa, für sonstige Dinge. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Die Einführung einer Vermögenssteuer oder wieder Inbetriebnahme von 1996. Steuererhöhungen sind selbstverständlich auch eine Steuererhöhung. Erbschaftssteuer. Könnten wir die Sätze erhöhen, wir könnten die Freibeträge nach unten setzen, wir können sie aber auch erhöhen. Und selbstverständlich Zwangshypotheken. Das gehört hier zusammen, weil, ich komme zur nächsten Folie, im historischen Kontext, gab es das schon mal? Hat einer den Ausdruck schon mal gehört? Die Hauszinssteuer? Die gab es nämlich 1924. Warum? Sie jährt sich gerade 100 Jahre, 1923, weiß da jeder, was in Deutschland war? Die große Inflation. Wir haben jetzt eine kleine Inflation, aber die ist auch schon ziemlich groß. Da war die Inflation. Und was ist das Schöne, wenn Sie ein Grund- und Bodenhaus, was auch immer an Immobilien haben, das Schöne ist, Ihr Haus behält den Wert. Aber die Hypothek, also die Bank, die Ihnen das finanziert hat, die guckt ziemlich schmal, weil Sie können dann im Prinzip, irgendwann war es ja mal so, die Jüngeren kennen das vielleicht aus den Schulbüchern, 1 Milliarde hat dann Brot gekostet, soweit sind wir noch nicht. Aber logischerweise konnten sich viele Menschen da sehr schnell entschulden. Und da hat man eine Hauszinssteuer gemacht. Man hat also gesagt, alle die, die jetzt die Miete erhöhen oder die neu bauen können, weil sie sich entschuldet haben auf den gleichen Grundstücken oder im Hinterhof, die haben auf diesen entsprechenden Mehrertrag eine Hauszinssteuer zu zahlen. Die war nicht unerheblich. Die hat 2% damals des Bruttosozialinlandsprodukts des Deutschen Reichs ausgemacht. In heute umgerechnet wären das pro Jahr 75 Milliarden Euro. Nur mal so als Hausnummer. Ja, und 1952, und jetzt haben wir ihn, gab es den Schuldenlastenausgleich. Jetzt werden viele sagen, ja, lange her, da werde ich Ihnen auch gleich die Freude nehmen. Das war so die Präambel, das kennen Sie so, da wird dann immer so ein bisschen blumenreich und wortreich gesagt, was gemacht werden soll. Letztlich, diese Formel heißt, man musste 12 Millionen Flüchtlinge, die aus den Ostgebieten kamen, die wir verloren haben, 12 Millionen Flüchtlinge in Deutschland unterbringen. Und man hatte natürlich, anders als heute, eine zerbombte Infrastruktur in den Großstädten, aber auch in anderen Ballungsräumen. Übrigens, hier ist eine interessante Parallele zu dem, was jetzt gerade rumgeht.
im Prinzip sagt man ja heute bei den Grünen, wenn man genau zuhört, auch Immobilien sind gar nichts mehr wert. Weil, wenn da keine Wärmepumpe ist, wenn die nicht gedämmt ist, da keine Photovoltaik ist, klimatechnisch sind die Gebäude ja heute vielfach ein Totalschaden. Das ist übrigens eine Analogie zum Lastenausgleich. Da steht nämlich genauso auch drin, ein Ausgleich zu denen, die ihre Immobilien behalten konnten, zu den Zerstörten, zu denen, die ihre Immobilien verloren haben. So steht das hier sehr wortreich drin. Und diejenigen, die auch nach Ende des Krieges eben ein erhebliches Vermögen besaßen, mussten denjenigen helfen, die durch Krieg Schäden erlitten haben. So, und wie ging das damals? Deswegen hatte ich eben gesagt, das gehört zusammen. Man hatte einen Freibetrag von 5.000 D-Mark. 1952 ist dieses Lastenausgleichsgesetz beschlossen worden. Und alles über diesen Freibetrag wurde mit einer sogenannten Sondersteuer von 50% belegt. Und es ist happig. Und damit die Menschen nur nicht aus ihren Immobilien vertrieben worden sind, dann hätte man ja noch zusätzlich Wohnungssuchende gehabt, hat man gestundet. Macht man selten in der Steuer. Das heißt, wenn Sie das lesen, 120 Raten über 30 Jahre, das heißt vierteljährlich, konnte jemand dann seine Zwangshypothek, die eingetragen war, beim Finanzamt abstottern. Musste er dort zahlen. Das heißt, die letzten, und ich kenne noch so Oma, Opa und wenn die erzählt haben, haben 1982, 7 Jahre vor der Wiedervereinigung, ihre letzte Rate für den Lastenausgleich bezahlt. 1982. So, nun stellen sich ja viele die Frage, ja, da war ein Krieg. Ich habe Ihnen eben schon so eine kleine Analogie gemacht. Was würde ich denn tun, wenn ich jetzt Grüner wäre? Gott sei Dank bin ich nicht. Aber wenn ich Grüner wäre, würde ich sagen, ja, sorry, die deutsche Infrastruktur ist Schrott. Wir haben die Klimakrise, die Welt geht unter. Wir müssen die Immobilien alle umbauen. Das ist ja, Leif hat es ja eben erzählt, das Heizungsgesetz. Die Kosten hat er eben aufgeschrieben, die wir damit haben werden, wenn das so durchgezogen wird und die AfD nicht bald regiert. Ich habe eben mal gesagt, 100 Milliarden Sondervermögen sind Schulden, wissen wir alle, auf den Deckel geschrieben, ja, aber kein Vermögen. Wenn man diese Analogien zieht, mit dem, was ich Ihnen eben sage, dass schon 20 gefragt wurde, 2020, könnte man denn wegen Corona so eine einmalige Vermögensabgabe machen? Kann man sie jetzt wegen Ukraine-Krieg, der kommt ja auch immer hinzu, hat live auch sehr schön dargelegt, lassen Sie nicht ins Boxhorn jagen. Die Inflation hatten wir schon viel, viel früher, noch vor dem Ukraine-Krieg. Also ist ein Lastenausgleich denn nur heute noch möglich? Ja, ist er. Komme ich auch gleich zu. Warum? Das Gesetz von 1952 zum einen gilt nämlich noch heute. Es ist ein 120a Grundgesetz und 105 mit in Verbindung 106 Grundgesetz in den Artikeln geregelt. Es ist sogar mal 2019 modernisiert und alles zusammengefasst worden. Man hat nämlich gesagt, es ist ja alles irgendwie Lastenausgleich, Entschädigung von Opfern. Man hat das alles neu geregelt. Am 12. Dezember 2019 und darin ist jetzt auch enthalten DDR-Unrechtsopfer, politische Häftlinge, die Entschädigung von Soldaten, die verletzt worden sind, Zivildienst, also Afghanistan, etc. und so weiter. Impfgeschädigte sind übrigens auch aufgenommen. Interessant. Vielleicht wusste man da schon mehr. Alles wahrscheinlich schon wieder verschwörungstheoretisch. Und wir haben dann hier Entschädigungsbestände. Alles das ist hier, Bundesgesetzblatt, auch das können Sie nachlesen, zusammengefasst worden. 120a, aber wie gesagt, regelt das. Ich habe ja schon gesagt, kein Grund zur Sorge, hier steht es. 120, dort können Sie sehen, absolut noch gültig, können wir machen. Umstritten ist eben nur, wann kann man ihn machen? Wie kann man ihn machen? Kirchhoff hat mal gesagt, naja, das muss ein historisches Ereignis sein, wie dieser Zweite Weltkrieg und was da verloren gegangen ist und kaputt gegangen ist und die Wohnungssuchenden und die ganzen Kriegsflüchtlinge. Obacht, wir haben mittlerweile auch schon 2 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge hier. Wir haben die Fachkräftezuwanderung von 2015, die ist ja auch ganz toll. Ist nur irgendwie daneben gegangen, weil da waren irgendwie wenig Fachkräfte bei. Deswegen muss man jetzt nochmal nachlegen. Auch das hat eben live gut beschrieben, muss ich gar nicht. Es ist im Stritten, aber nur im Schrifttum eben, bei einigen der konservativ Gelehrten noch, dass man sagt, naja, das muss schon was Einmaliges sein, was Großartiges. In dem Fall was Brutales, was dem Land widerfährt, was vergleichbar ist eben mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit dem Ersten Weltkrieg und der damit verbundenen Inflation aufgrund des Versailler Vertrages. Runtergebrochen aber, und das ist in dieser zweiten, dickeren Studie, die hier eben, glaube ich, auf der linken Seite rumging, enthalten, ist eigentlich die Erkenntnis, da freut sich vielleicht der Finanzer wieder wie mich,
Die Vermögensabgabe erfüllt den Steuerbegriff, das ist wichtig. Die Vermögensabgabe, auch das habe ich Ihnen eben gesagt, muss einmalig erhoben werden und nicht regelmäßig. Warum? Weil Sie sonst in einem, das ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber ist zu verstehen, in einem Konkurrenzverhältnis zur Vermögenssteuer stehen würde. Und das will man nicht. Da es aber seit 1996, habe ich ja gesagt, die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, wäre noch nicht mal das der Fall. Ja, da geht es darum, die Vermögenssteuer steht den Ländern zu und der Bund soll den Ländern nicht das Steuersubstrat streitig machen. Deswegen einmalig ist eine Steuer und die Entscheidung, und das ist letztlich runtergebrochen, welcher Anlass die Erhebung in Betracht kommt und so weiter, da kommt man in diesem zweiten Gutachten von 2022 drauf, eigentlich nicht. Es muss nicht, das ist zwingend in der Verfassung nicht geregelt. Das ist was Einmaliges, was Epochales. Und eigentlich viele sagen nur, nee, das geht nur nach einem Krieg. Aber selbst da hätte man jetzt gerade die Steuervorlage, denn wir haben gerade einen Krieg in Europa. So, und ich... Würdest du bitte den letzten Absatz nochmal mit der Klimakrise, das ist doch interessant. Das hatte ich, genau, deswegen. Grundlage, und auch das steht dort, deswegen habe ich gesagt, infolge der Klimakrise, die geht rum und die kriegen Sie auch von Enrico oder von Leif oder von Ulrike. Hier ist der entscheidende Satz, ich hatte es eben einmal schon gesagt, genau. Die Entscheidung, welcher Anlass die Erhebung in Betracht für die Erhebung in Betracht kommt und ob der jeweilige Finanzbedarf die Erhebung rechtfertigen muss, daher, wie bei Steuern generell, jetzt kommt das Schöne, um Gottes Willen, wenn jetzt die Schuldenkoalition das bleibt, dem Gesetzgeber überlassen bleiben. Auf der Grundlage, und jetzt dick gedruckt, dieser Auslegung können auch die Folgekosten der Klimakrise, ich habe es eben gesagt, die Immobilien sind ja eigentlich nach grünem Wording Schrott. Also nicht gedämmt, nur eine Ölheizung. Also Mann, was für eine, bei uns sagt man, glaube ich, die Oma ist eine Klimasau, hat man mal irgendwie so einen Song gesagt vom WDR. Krieg gegen die Ukraine, oder? Weil letztlich auch da, Ulrike hat es nicht gesagt, aber so ist es. Mein Kollege Espendiller macht das immer so schön. Glaubt eigentlich irgendjemand, die Amerikaner liefern die Waffen dort umsonst hin? Die lassen sich das schön über den Land and Lease Act bezahlen. Wer bezahlt das übrigens? Oh, stimmt aber, kann ich Ihnen jetzt auch nicht widersprechen. Ist so, bezahlen Sie übrigens am wenigsten in Anspruch. Es gibt sogar einen Fonds, Deutschland zahlt da auch am meisten ein, der EU. Da könnte man sich, wenn man Material aus der Bundeswehr oder anderen Armeen liefert, entschädigen lassen. Das machen die anderen recht ordentlich, wir nicht. Also wir schenken es daher. Deswegen ist das durchaus hier ein Anlass und würde dann natürlich auch sehr gut korrespondieren mit dem alten Schriftton, was sagt, wenn es ein Krieg ist, dann haben wir sehr wohl vergleichbar 1952 mit dem Lastenausgleich. Aber nehmen Sie das mit und wie gesagt, wenn Sie wollen, lassen Sie Ihre E-Mail, hinterlegen Sie die und dann kriegen Sie diese beiden Auswertungen des wissenschaftlichen Dienst zum Selbststudium nochmal zugeschickt. Aber wie gesagt, ein gutes Glas Rotwein kann da nicht schaden beim Lesen. Ja, und hier habe ich es nochmal Ihnen eben aufgeschrieben. Jetzt wird man sagen, naja, deswegen habe ich zur Grundsteuer nochmal den Bezug genommen. Jetzt können wir die Folie schnell machen. Alle Daten sind da durch die Grundsteuererhebung und den Zensus. Und wenn noch das EU-Vermögensregister kommt, ja Gott, da langt wirklich ein Knopfdruck, das steht auch, dann werden die Daten zusammengefasst. Und binnen 3 bis 4 Wochen ist Ihre Immobilie eingetaxt, dann weiß man auch, wie viel Grundschuld ist noch drauf oder wie viel Hypothek bei der Bank. Und dementsprechend haben Sie noch einen kleinen Freibetrag und der Rest wird dann eben analog Lastenausgleich mit 50% besteuert. Man wird großzügig sein und auch sagen, wir wollen ja nicht, dass Sie Ihr Haus verlieren. Hast 30 Jahre Zeit, das zurückzuzahlen. Ich denke, das Modell wird analog zu dem sein von 1952. Das geht dann schnell und man muss nicht viel ändern. Ja, und hier sind nochmal die Grausamkeiten aufgeführt. Auch die Präsentation können Sie selbstverständlich kriegen, wenn Sie möchten. Wir haben zum einen zum Schutz vor Steuerhinterziehung und Geldwäsche und Terrorfinanzierung wird so wird es begründet. So machen es die Linken. Also hat nichts mit dem Lastenausgleich und dem gläsernen Bürger zu tun. Nein, Terrorismusfinanzierung war eigentlich auch vorher schon in Deutschland gut möglich. 11. September war ja gestern, die kamen alle aus Hamburg. Wird ein europäisches Vermögensregister diskutiert. Es ist sogar übrigens 21 eine Machbarkeitsstudie von Frau von der Leyen in Auftrag gegeben worden für viel Geld. Die läuft. Bin auf das Ergebnis gespannt. Da steht es auch. Und Ziel ist es eben entsprechend hier in dieses Vermögensregister, Enrico hat es gefragt, Bargeld, Aktien, Kryptowährung, Gold, Kunstwerke auch. Also jetzt könnte man sagen, komm, ich kaufe mir die Mona Lisa, dann bin ich erlöst. Nein, Kunstwerke werden auch erfasst.
Unternehmer und auch Stiftung. Ja, das könnte für die CDU unangenehm werden, aber wie gesagt, so soll das mit dem europäischen Vermögensregister laufen. Und warum ist das so wichtig? Weil Sie können dann natürlich keine Ausweichbewegung mehr machen oder sagen, ich kaufe mal noch ein Haus in Ungarn oder in Spanien oder in Portugal. Pustekuchen, ein Knopfdruck und die sehen genau, was sie dort haben, wie sie es belastet haben und rechnen auch den Vermögenswert aus. Und das ist jetzt in letzter Zeit dazugekommen. Also nachdem ich gesagt habe, ich mache da meine Präsentation und sensibilisiere unsere Bürger und auch natürlich die Parteimitglieder und die Gremien, Grüne prüfen eine Vermögensabgabe. Von der Schrift sehen Sie schon, stand im Fokus. Hier entsprechend fast 3 Millionen entsprechend betuchte Deutsche müssten die Hälfte ihres Vermögens abtreten. Das klingt schon fast wieder nach Linke. Wenn wir die im Bundestag so hören, die möchten euch ja am liebsten das letzte Hemd entreißen. Und hier entsprechend die SPD-Linke. Ja, na klar, Kevin, der wollte ja auch schon in Berlin die Wohnungseigentümer alle entsprechend enteignen. Und die Linken fragen sich ja dann immer, komisch, warum findet es keiner attraktiv, dann Wohnungen zu bauen, wenn solche GroKo-Listen aufgebaut werden. Könnte ja auch einen Grund haben, nicht nur die Zinsen, vielleicht die Bürokratie, vielleicht der Dämmwahnsinn, aber auch, was mittlerweile in Deutschland Artikel 14 im Grundgesetz, nämlich Eigentum verpflichtet, ja, aber ist es auch zu schützen? Es ist eine gewährleistete Position. Ich glaube, das macht die soziale Marktwirtschaft und das aus, was uns als Bundesrepublik auszeichnet. Aber das wird in der Presse eben entsprechend schon diskutiert, in den Medien. Ja, Ulrike hat es gemacht eben, deswegen kann ich auch über die Folie schnell rübergehen. Und es wird nicht besser. Ich habe es bis 21 hier mal aufgezeichnet, weil ich war zu faul, jetzt eine eigene Statistik zu machen. 22, 23 sieht nicht besser aus und 24 der Haushaltsentwurf. Gucken Sie, was der Bundesrechnungshof sagt. 16,7 Milliarden sind es. In Wirklichkeit sagt der Bundesrechnungshof, durch die Schattenhaushalte viermal so hoch die Neuverschuldung. Und wissen Sie, wer am Ende mit einer Währungsreform oder mit sowas immer so Spiränzchen der linken Träumer zahlt? Das sind Sie. Die Inflation haben wir. Wir hatten letztes Jahr 7%, das wird unterschlagen. 7% ist Ihr Geld, Ihr Vermögen weniger wert geworden. Ihre Versicherung, alles das, was Sie haben, pro Jahr. Und in diesem Jahr sind wir bei durchgängig fast 6%. Und nächstes Jahr, mit dem, was live eben gesagt hat, die CO2-Abgabe wird am 1. Januar auf 35 Euro hochgehen, 35 Euro je Tonne. Der Sprit wird nicht günstiger, das Heizöl, das Gas und so weiter. Also das heißt, hier wird noch ein Packen draufgelegt. Also die brauchen Geld. Ja, und insoweit würde ich jetzt sagen, Enrico hat es gesagt, danach kommen wir... Danach kommen wir alle zusammen ins Gespräch. Jetzt können Sie erstmal fürs leibliche Wohl sorgen, was trinken, Kleinigkeit essen und danach quetschen Sie uns mit Ihren Fragen aus. Vielen Dank.